Hallo ihr Lieben, ich war für meine Back-to-School-Reihe shoppen und ich habe gedacht, ich zeige euch mal, was man so kaufen kann, was günstig ist und was man gut in der Schule tragen kann. Ich würde sagen, fangen wir direkt mal an. So, wie ihr dem Titel entnehmen konntet, war ich ja in Primark. Wie gesagt, günstig für Schüler und da habe ich erstmal so eine Tasche voll von Accessoires gekauft. Ich fange mal direkt an und das sind nämlich ganz schön viele. Ich gehe da ganz schnell mal durch. Ich habe mir so eine dicke Kerze gekauft. Ich dachte, wenn jetzt alles so kalt ist, dann kann man sich zum Lernen oder zum Hausaufgaben machen mal so eine schöne Kerze anmachen. Die riecht nach Vanille und Kokosnuss und hat 4 Euro gekostet. Ist so eine Dreidochtkerze. Und wenn die gut abbrennt, dann hat das schon seinen Nutzen erfüllt. So, dann haben wir am Morgens wenig Zeit, irgendwie unsere Haare zu machen. Deswegen habe ich gedacht, wenn man sich mal Lockenwickler oder so Rollen in die Haare macht, weil irgendwas Besonderes ist, habe ich mir so drei Päckchen von diesen Klammern gekauft. Das sind einfach so mattschwarze Klammern. Hier könnt ihr die nochmal richtig sehen. Ich hatte solche auch nicht und mache mir in letzter Zeit sehr oft Rollen in die Haare. Und da sind 4 Stück jeweils drin und die kosteten 1,50. Dann habe ich noch was gekauft, was nicht zur Back-to-School-Reihe gehört, sondern zu meiner nächsten Verlosung und sind es einfach so zwei verschiedene Pinzetten, also zwei so Eulenpinzetten, die fand ich richtig süß und deswegen sage ich euch auch nicht, was sie gekostet haben, aber viel war es wirklich nicht. Außerdem bräuchte ich noch so ein Päckchen Nagelfeilen, weil meine ist ja mal wieder kaputt und da sind 4 Stück drin und die kosteten 1,50 €. In der Schule brauchen wir ja immer Bobbypins. Ich habe meine immer verloren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich lege sie immer irgendwo hin und dann sind die. Die sind immer sofort verschwunden. Das sind einfach welche in Bronze, weil meine Haare ja so ein bisschen heller sind. Und die kosteten 1,50. Ich weiß gar nicht, wie viel Stück. 50 Stück sind da drin. So, dann Haargummis gehen bei mir auch immer ganz schnell verloren. Da habe ich jetzt mal so einen Pack genommen. Das sind auch 50 und die kosten auch 1,50 €. Ich finde, sonst findet man die echt nirgendwo billiger. Ich gucke mal, ob die schnell reißen. Ich hoffe es nicht, aber ich werde euch dann Bescheid sagen, wenn ihr wollt. So, ich weiß nicht, ob eure Schule mal irgendwie Feiern gibt oder irgendwie so Partys oder sowas. Oder ob ihr vielleicht auch mal Boots trägt, die ein bisschen Absatz haben. Und wenn man dann 8-9 Stunden hat, dann hat man so ein bisschen Schmerzen an den Füßen, vor allem an den Ballen. Und das waren jetzt so Zweierpacks von so Söckchen. Und die haben hier vorne eine Polsterung. Also vorne an den Fußballen haben die eine Polsterung. Also wie ihr sehen könnt, hier ist die Polsterung, da kommt auch der Fußballen so rein. Und dann tut das nicht ganz so weh vorne. Und hier hinten ist noch so ein bisschen Silikon, damit man aus dem Schuh nicht rausrutscht. Und vielleicht hilft das auch vor Blasen hinten an der Ferse. Ich werde die mal austesten. Also da waren jetzt zwei Paar drin und die kosteten 2,50 €. Ich wollte euch am Wochenende noch ein Video dazu drehen, was man so zur Schule anziehen kann, wie man was kombinieren kann, damit es nicht ganz so langweilig aussieht. Ich bin immer in die Schule gegangen, hatte Jeans und T-Shirt an und ich habe gedacht, für euch mache ich das jetzt mal ein bisschen besser. Ich habe mir so eine Nerdbrille gekauft, die kostete 1,50 €. Ich finde die richtig cool. Also wenn ich eine Brillenträgerin wäre, würde ich mir auf jeden Fall so eine Nerdbrille kaufen. Die ist jetzt in so einem Braunton und die kostete 1,50 €. Da ist jetzt keine Stärke drin oder sowas. Und genau. So, damit es abends auch noch schnell beim Gesichtsreinigen geht und bei der ganzen Schminke und bei dem ganzen Dreck, den man so den ganzen Tag so im Gesicht ansammelt, habe ich mir noch so ein Facial Cleansing Pad geholt für 2 Euro. Das ist einfach so ein Pad. Ihr könnt das Pad hier nochmal sehen. Das kommt hier mit so einem Ding, da kann man, glaube ich, den Finger so reinstecken und dann kann man das Gesicht so mit sauber machen. Ich finde das ganz cool und man kann das auch gut zum Pinselreinigen benutzen. Man macht einfach den Finger hier rein und dann macht man so den Pinsel drauf sauber. So, dann habe ich mir gedacht, habe ich mir noch so einen Geldbeutel gekauft. Das ist einfach nur so ein, ja, so eine Börse. Also da kann man ein bisschen Kleingeld reinmachen, vielleicht die Schülerkarte oder die Busticketkarte und sowas. Und dann einfach ohne Ausweis und sowas in die Schultasche schmeißen, weil wenn man mal die ganze Tasche verliert oder wenn das mal irgendwie abhanden kommt, dann hat man nicht alles verloren und das kostete 3 Euro. So, dann habe ich mich noch in diese kleine Tasche hier verguckt. Ich finde die total schön. Da kam eine Menge rein. Ich habe die jetzt nicht für die Back-to-School-Reihe oder sowas gekauft, sondern einfach so, wenn ich mal irgendwo hingehe oder so, wenn ich bei meiner Cousine schlafe oder so, dann kann man hier alles reinmachen und die kostete 6 Euro und ich finde die so schön mit der Schleife. Ich habe das gleiche auch als Kosmetiktasche. Da mache ich meine ganzen Stifte rein, anstatt Kosmetik, also für die Uni. Ja, das wäre auch eine Idee.
Dann habe ich mir noch eine kleine Tasche gekauft und zwar habe ich mir gedacht, kann man die gut in den Schulranzen machen, wenn man mal zum Beispiel eine lange Mittagspause hat oder ja, viele Oberstufler haben ja auch so gerade in der Abi-Phase viele Freistunden und gehen dann meistens in die Stadt oder man geht danach zu Freunden oder sowas. Und da habe ich mich für diese ganz kleine süße Tasche entschieden. Hier ist noch die Folie drauf, sonst wäre das schon bestimmt zerkratzt. Da passt, ist auch so ein Schulterriemen mit dabei. Und das war jetzt eine Limited Edition, steht hier drauf. Und da ist auch ein Staubbeutel mit drin. So sieht der Staubbeutel aus. Also könnt ihr das gut in die Schultasche dann einfach schmeißen. Und da ist eigentlich relativ viel Platz drin. Da könnt ihr auch zum Beispiel diese kleine Geldbörse von eben reinmachen. Das nimmt nicht viel Platz, euer Handy. Und ja, und dann hier ist so ein Seitenfach mit drin. Und hier ist noch so ein Fach für Handy oder Karten oder sowas. Und diese Tasche kostete 12 Euro. So, als nächstes habe ich mir einen Jumpsuit mitgenommen. Und zwar dachte ich, für den Herbst kann man auch, oder beziehungsweise hier ist ja nur am Regnen, und es ist so kalt, dass ich mir echt schon Wärmflaschen mache. Also kein Witz, wer macht das auch von euch? Ich habe mich hier für so einen dunkelgrünen Jumpsuit entschieden. Und zwar ist der kurz, aber ich dachte, man kann den auch gut mit einer dicken Strumpfhose und einem dicken Cardigan anziehen. Das kostete 10 Euro, war aber einen Tag später tatsächlich auf 5 Euro reduziert. Und da war eigentlich ein Gürtel mit bei, aber leider gab es in meiner Größe jetzt keinen mehr. Und ich wollte jetzt auch nicht von einem anderen Jumpsuit den Gürtel abmachen und den hier dran machen, weil ich habe so viele und dann ist es eh unnötig. Aber ich finde dieses Grün echt schön. Der ist auch transparent, das heißt, man muss auch was runterziehen. Deswegen habe ich gedacht, ist das auch gut für den Herbst, weil man sowieso was runterziehen muss. Ganz neu hatte Primark auch diese Hemden und die fühlen sich einfach richtig gut an. Also die fühlen sich so flauschig und so weich an und gar nicht so hart, wie meistens die Hemden sich so anfühlen. Das ist jetzt auch dieses Holzfällerhemd hier in einem karierten Muster und sowas. Ich habe mir das in der Größe 36 mitgenommen und das kostete wirklich nur 9 Euro. Also ich glaube, man kann sich dann für sein Taschengeld einfach mal hier so ein Oberteil holen und das gab es bei uns früher nicht. Da hat man im H&M oder so irgendwie 19 Euro oder 24,99 oder sowas dafür bezahlt. Deswegen finde ich das richtig cool. Das hat auch lange Ärmel und ich glaube, das ist toll für die Schule. Ich war dann bei diesem Hemd und habe mir eins rausgeholt und dann kam ein Verkäufer, der hat mir da netterweise gesagt, dass sie auch gerade neue bekommen haben, also in einer anderen Farbe und zwar ist das dieser hier. Die hingen auch noch gar nicht draußen. Er meinte, der hängt die heute auch noch nicht auf, also es war gestern. Ich denke, jetzt, wenn das Video rauskommt, sind die jetzt schon aktuell. Und das kostete auch 9 Euro. Und ist einfach das Gleiche, fühlt sich auch wieder gut an. Hat so einen super weichen Stoff, hat lange Ärmel und hat so ein grün-dunkelblau Muster, was ich richtig schön finde und was auch super in der Schule geht. Ob jetzt so ein bisschen, ja, so einen Charakter zu verleihen, habe ich mich für dieses Oberteil hier entschieden. Also das ist nicht so ein richtiges Oberteil, wie ihr sehen könnt, das ist einfach nur so eine Weste. Und das Coole an der Weste ist, dass sie so Fransen hat. Und das noch Coolere ist, dass die so lang sind. Das heißt, wenn man eine kurze Hose mit einer dicken Strumpfhose anzieht, dann die reichen schon fast bis... Das war aber jetzt vergleichsweise zu den anderen Primark-Sachen schon teurer. Das kostete 14 Euro. Und ja, aber das ist echt... cool gemacht. Ich würde nur aufpassen beim Waschen, dass man die irgendwie so zusammenbindet, dass sie nicht so ineinander sich verhaken und dass das Ganze dann kaputt geht. Ich habe lange nach so einer Short geguckt. Ich finde die richtig cool. Das ist also eine Short, sieht aus wie ein Rock und das fand ich auch richtig cool, wenn man dann, ja, ich weiß, ich rede schon von so Winterklamotten, aber man kann toll eine schwarze Strumpfhose dazu anziehen oder so eine schwarze Leichtblick, wo man halt ein bisschen durchsehen kann und so einen schwarzen Cardigan oder sowas, weil... Ja, die ist richtig cool. Die sieht halt aus wie ein Rock und das fand ich richtig cool dabei. Und die hat hier hinten so zwei Fake-Taschen, wo nichts reingehen kann. Und die kostete 5 Euro und war von 12 reduziert. Bei dem doofen Wetter habe ich mir gedacht, hole ich einen Cardigan. Und zwar hat Angie den entdeckt. Der war so ziemlich an der Kasse. Und das ist einfach hier so ein Regenmantel. Sie war auch schon damit spazieren. Also sie meinte, die Mütze ist nicht ganz so dicht. Aber der Rest ist wasserdicht, also da kam auch kein Wasser jetzt durch. Und die kostete 10 Euro, ist in der Farbe Khaki. Und die hatten auch noch blaue mit so Großbritannien-Flaggen drauf in der Herzform. Und die hatten auch noch, glaube ich, einen gelben und also einen anderen grünen Ton und sowas. Aber ich fand den richtig cool, weil ich gehe auch jeden Tag durch den Wald spazieren und meistens regnet es ja. Und den kann man hier auch so ein bisschen enger ziehen. Und dann ist das ein bisschen betonter und hängt nicht ganz so runter. Bei dem Parker ist das dann hier in der... in dem Handfachdingens
Da kann man einfach so ein Täschchen rausziehen, was ja eigentlich das Handfach war, also da, wo man seine Hände so reinsteckt. Wie heißt das denn? Und dann kann man die ganze Jacke da reinstecken. Der übrig gebliebene Parker, dann können das einfach hier noch so, also den Reißverschluss kann man hier dann auch noch so zumachen. Und ich dachte, man kann das auch super in die Schultasche stecken und also in den Rucksack oder wie auch immer, in eure Handtasche oder wie. Und wenn es dann regnet, dann könnt ihr den rausholen und dann seid ihr vor Regen geschützt, wenn ihr keinen Regenschirm dabei habt oder sowas. Und ja. Als nächstes habe ich mir so ein, so ein Sweater geholt für 6 Euro, glaube ich. Genau, und das ist einfach nur so ein grauer Sweater, der liegt sehr locker an und der passt auch perfekt in die Schule. Den kann man einfach so mitnehmen oder wenn es halt kalt ist, einfach so drüber ziehen und der gibt es jetzt nicht so doll warm, aber ja, er ist auch schon sehr bequem. Ich mag sowas immer sehr gerne, wenn sowas nicht klebt und so eng ist. Genau den gleichen habe ich auch in Blau mitgenommen, weil ich die Farbe einfach so toll fand und die haben vorne und hinten so einen V-Ausschnitt und den kann man auch cool über die Schulter tragen und ja, beide 6 Euro. Also jeder einzeln 6 Euro, also beide 12 Euro. Das Oberteil, was ich mir gekauft habe, ist dieses hier. Und zwar ist das Besondere an dem Oberteil hier das untere Stück. Da könnt ihr sehen, ist einfach spitze angenäht worden. Und ja, das sieht richtig cool aus, wenn man dann vielleicht ein weißes Hemd drunter hat. Dann sieht das richtig süß aus. Das kostete 12 Euro. Und ich habe das in einer kleinen Größe genommen, weil die sehr groß ausfallen. Ich habe das in 34 genommen. Ja, ihr seht ja, die fallen sehr groß aus, aber ich glaube, wenn man die einmal wascht, dann gehen die ein bisschen ein. Aber ich fand das richtig cool hier mit den spitzen Dingern hier unten. Das werde ich auf jeden Fall auch in die Back-to-School-Reihe einfügen, weil das richtig cool ist, weil ich habe mich wirklich sofort dafür entschieden, als ich das gesehen habe. Als letztes habe ich mir einen Hut mitgenommen, weil ich einfach Hüte so cool finde. Und ich hatte mal einen bei H&M gesehen und das war noch ganz am Anfang vom Sommer. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, kommst du ein andermal hier hin und dann wird es den schon noch geben. Ich habe mich dann doch für diesen Hut hier entschieden. Ich finde den richtig cool und wenn der Herbst dann kommt und man dann ein bisschen spazieren geht oder so, dann ist der richtig cool, oder? Der kostete übrigens 9 Euro. Ist auch sehr dick, also ist jetzt nicht so ein richtiger Sommerhut, wo so leicht ist oder aus Bast ist, sondern ist wirklich sehr dick. Als ich von der Schule nach Hause gekommen bin, war es das erste immer, was ich gemacht habe, komplett meine Klamotten auszuziehen, vor allem die zwickende Jeans und mich in meinen Schlafanzug zu packen und mich abzuschminken und sowas. Und deswegen habe ich mir auch ein paar Schlafanzüge gekauft. Dieser hier ist von Tweety. Also da ist Tweety drauf, der ist nicht von Tweety, der ist auch von Primark und der kostet 10 Euro. Und hier ist mal das Oberteil, das ist ein dicke, grinsende, augenzwinkerndes Tweety drauf und hier ist eine kurze Hose mit bei, da ist auch Tweety drauf und zwar in einer 100-fachen Ausführung und den fand ich ganz süß. Dann habe ich mir noch einen Schlafanzug gekauft und zwar ist das hier einer mit Bambi vorne drauf. Ich mag Bambi sehr gerne und ich habe auch ein sehr süßes Schlafanzug-Oberteil davon, aber das ist mir leider kaputt gegangen, beziehungsweise ich habe hier Löcher drin, weil ich glaube vom Waschen oder so, weiß auch nicht. Das ist auf jeden Fall das Oberteil. Das kostete 7 Euro gekauft. Dazu habe ich mir auch noch diese Hose hier gekauft. Die hat genau den gleichen Rotton und hier steht so Bambi drauf. Und da ist auch noch ein kleiner Bambi nochmal drauf und die ist ganz lang. Und was mir ganz wichtig war, ist, die hat hier unten so einen Bund. Das heißt, wenn ich damit schlafe, rutscht mir die Hose nicht immer ganz hoch und ich kann das nicht leiden. Ich laufe am liebsten in Leggings, aber ich habe schon mal so eine gehabt. Oder habe immer noch eine und die halten eigentlich gut, so überstehen gut die Nacht. So, ich habe mir noch eine Schlafanzughose geholt und das ist das letzte Teil. Das ist diese hier, die hat eben auch diesen Bund hier unten, dass die Hose nicht hochrutscht. Und das Coole an der Hose ist einfach erstmal, wie sie aussieht. Also sie ist einfach schwarz und hat überall so weiße Punkte, was ich richtig cool finde. Das zweite ist, dass sie sehr dick ist. Das dritte ist, dass sie nur 8 Euro gekostet hat. Das vierte und absolut coolste ist einfach, dass sie Hosentaschen hat. Weil ich trage einfach wirklich den ganzen Nachmittag dann diese Hose und ich habe dann keinen Platz, wo ich mein Handy reinlegen kann und das stört mich dann ziemlich. Und genau hier kann man das auf beiden Seiten, kann man die Hand reinstecken und ja, ist echt süß gemacht. Ist auch sehr dick und ich glaube, da werde ich einige kuschelige
Abende mit verbringen und viel damit lernen. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet euch ein bisschen schon mal Inspiration draus nehmen. Ich werde ja, wie gesagt, ein Lookbook für euch drehen, wie ihr euch für die Schule anziehen könnt und sowas. Und ja, ich war nämlich immer sehr ratlos in der Schule damals und deswegen hoffe ich, dass euch erstmal der Haul gefallen hat. Und wenn ihr mein anderes Back-to-School-Video noch nicht gesehen habt, da zeige ich euch ganz viele Frisuren, also ich glaube 10 Stück waren das, einfach ganz schnell machen kann und keine Zeit verplempert morgens. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram folgen. Da steht alles in der Infobox drin. Und auf Kick könnt ihr mir privat schreiben und E-Mail könnt ihr mir natürlich auch schreiben. Und ich freue mich super über eure Kommentare. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.